Sie hat das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nein, ich kann Ihnen mitteilen, meine Kollegin Sabine Leidig ist leider krank, sie ist auch sogar schwer krank, und deswegen habe ich sehr gerne heute für Sie diese Rede übernommen. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, denn es wurde diese Woche eine Zahl veröffentlicht von der Stuttgarter Zeitung mit enormer Sprengkraft. Jetzt steht nämlich fest, was die Bewegung gegen das Großprojekt Stuttgart 21 ja bereits seit Jahren vorgerechnet hat und wovor sie gewarnt haben, nämlich eine nächste Kostenexplosion bei diesem Wahnsinnsprojekt. Es werden vom Bundesrechnungshof neue Zahlen erwartet, bis zu 10 Milliarden Kosten. 10 Milliarden Euro für dieses unglaubliche, unnütze Projekt. Und das ist eigentlich eine Bankrotterklärung für all die, die immer noch dieses Projekt unterstützen. Und genau deswegen fordern wir auch den Ausstieg aus Stuttgart 21. Er ist immer noch möglich. Und jetzt will ich Ihnen mal zeigen, dass dieses Projekt wirklich ein Fass ohne Boden ist. Und ich frage mich wirklich, entweder hat die Bahn diese Zahlen nicht oder den Überblick über ihre eigenen Berechnungen verloren, oder sie lügt hier, dass sich die Balken biegen. Wir haben 1997 angefangen mit dem Projekt, da wurde gesagt, dieses Projekt kostet 2 Milliarden D-Mark. 2 Milliarden D-Mark. Dann stieg es etwas an auf schlappe 4,5 Milliarden D-Mark bei der Volksabstimmung, ein Kostendeckel. Im März 2013 lagen wir dann bei 6,8 Milliarden Euro. Und mittlerweile rechnet der Bundesrechnungshof mit 10 Milliarden Euro. Das ist zum Ausgangswert eine Verzehnfachung. Dagegen ist sogar der Berliner Flughafen in der Kostensteigerung regelrecht ein Schnäppchen. So wird hier gerechnet, und das ist unverantwortlich. Einen Profiteur dabei gibt es aber ganz bestimmt. Es gibt mehrere, aber einen, der saß eine Weile hier im Bundeskanzleramt, Ronald Pofalla, der ist 2013 dieses Projekt als Vertrauter von Angela Merkel aber noch beim Aufsichtsrat durchgedrückt hat, obwohl da schon die Berechnungen wirklich davor gewarnt haben, das Projekt weiter zu betreiben. Er hat es durchgedrückt. Mittlerweile sitzt er im Bahnvorstand mit einem schönen Gehalt von über 500.000 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Pofalla. Für Sie hat sich dieses Projekt gelohnt. Es gibt in ganz Europa mittlerweile keinen vergleichbaren Großstadthauptbahnhof, der eine derart wirklich schräge Planung hat. Zum Beispiel technisch gesehen geht es ja auch um eine Gleisneigung mit 25 Promille. Die liegt beim Fünffachen des eigentlich Zulässigen. So etwas gibt es eigentlich überhaupt nicht. Die Fachleute greifen sich an den Kopf, wie man so eine Planung überhaupt machen kann. Und dazu kommt, und das ist eigentlich der größte Skandal, dass es auch noch mit einem Kapazitätsabbau verbunden ist. Also mehr Geld für weniger Leistung. Das ist wirklich ein Schildbürgerstreich ohnegleichen. Und genau deshalb müssen wir dieses Projekt stoppen. Es ist auch das Projekt von Angela Merkel. Sie hat es, wie gesagt, persönlich mitveranlasst, dass weitergebaut wird. Und deshalb ist auch sie und die Bundesregierung verantwortlich für diese Misswirtschaft und diese Fehlkalkulation und den Missbrauch von Steuergeldern. Und den Grünen kann ich nur sagen, beenden Sie endlich diese blödsinnige, kritische Begleitung des Projektes. Stoppen Sie es auch in Baden-Württemberg. Die Volksabstimmung ist schon lange obsolet. Wir werden jedenfalls am 16. Juli für ein Ende des Projekts in Stuttgart demonstrieren. Da sind Sie alle herzlich eingeladen. Stoppt Stuttgart 21. Als nächste Rednerin hat Annette Savade von der SPD-Fraktion.